Ja, guten Morgen, liebe Bianca in Köln. Geht's dir gut Guten heute? Morgen, lieber Daniel. Schöne Grüße nach Ulm. Ja, also Bianca, wir haben ja jetzt gerade eine ganz erfolgreiche Versammlung hinter uns gebracht, wir beide. Nämlich, das war in Leipzig am 6. November und da brannte die Luft buchstäblich. Was hast du noch für Ja. Erinnerungen an diesen Abend auf dem Marktplatz? Also ich finde, Freitag erstmal, als wir ankamen, habe ich gedacht, ach, es sind ja nur ein paar Leute. Dann fing ich an aufzubauen und es war auf einmal ja richtig voll geworden. Es waren richtig viele Leute da. Es kam zum Ende, trotz dass die Antifa da war, kam eine sehr schöne Stimmung raus. Ja, wir hatten tolle Künstler. Ich fand die Wiebke am Ende mit den André Krengel, mit den ruhigen Tönen, fand ich, es war ein gelungener Abschluss für die Demo, diese ruhigen Töne. Also alles in allem fand ich das eine sehr schöne Demo am Freitag mit viel Stimmung, mit tollen Menschen. Wie immer, und auch die Zuschauer waren super, ne? Und die Unterstützung der ganzen Leipziger fand ich herrlich. Die Zuschauer sind mitgegangen. Die Polizei war durchaus kooperativ, hat uns natürlich auf die Einhaltung der Auflagen hingewiesen, war aber jetzt nicht in irgendeiner Weise aggressiv, oder? Wie hast du es empfunden? Nein, aggressiv war sie nicht, wobei das die Polizeibehörde, so stand das bei dem Ordnungsamt drauf, auf ihren Westen, die heißen jetzt Polizeibehörde, war das Ordnungsamt. Die hatten mich irgendwie um 8:30 darauf hingewiesen, nochmal wegen dem Mindestabstand und den Masken. Und wenn die Leute das halt nicht einhalten, dass dann die Polizei Personalien feststellt, ne, für die, die nicht befreit sind. Ich habe dann gegen kurz nach 9 von der Polizei eine Strafanzeige bekommen gegen Verstoß der Auflagen wegen der Maske, weil halt ja die Leute keine Maske auf hatten. Ich fand das ein sehr schöner Anblick, die ganzen Leute ohne Maske. Ja, und ja, ich habe einfach die Demo weitergemacht, weil die Polizei gesagt hat, ich habe ja noch nicht gegen die Auflage der Zeit verstoßen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn die Strafe die gleiche ist, dann mache ich einfach weiter Demo. Und dann habe ich ja bis 1 Minute vor 11 weitergemacht. Und dann haben wir aufgehört damit, wenn ich noch einen Auflagenverstoß bekomme. Also, Bianca, grandios. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern eigentlich sagt das so ziemlich jeder, der das Video jetzt auch sieht. Wenn uns klar wird, dass du eben trotz dieser, sagen wir mal, dieses Drucks, der dann doch spürbar gewesen ist, dir gegenüber als der Organisatorin, der Veranstalterin, dass du da einfach auch Rückgrat bewiesen hast. Die Hamburger haben da einen anderen Ausdruck dafür. Wir geben nicht auf. ich muss sagen, das ist erste Sahne und genau aus diesem Holz ist der Widerstand für die Wahrheit und für die Würde des Menschen gestrickt. Mein Kompliment. Ja, sehr schön. Danke. Ja, Ich kann nicht anders, Daniel. ja, das ist so. Es gibt Dinge, die, ja, die erinnern so ein bisschen an Martin Luther in diesen Zeiten. Ja? Der soll doch auch gesagt haben, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Ja? Also der gilt ja so ein Stück weit auch für das Gewissen als eine Art Symbolfigur. Wie immer man seine persönliche Biografie dann auch beurteilen mag, da gibt es sicher auch manche Brüche, wie bei vielen Menschen. Aber er steht ein Stück weit für das Gewissen, oder? Ja. Genau. Und genau um das geht es im Moment. Und da zeigst du mit deinen Aktionen, und wir dürfen ja ein bisschen auch zusammenarbeiten im einen oder anderen Fall, dass wir eben ja tatsächlich viele Möglichkeiten haben, die wir auch nutzen sollten. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen. Sehr Na. schön. Zum Thema Maske gibt es ja jetzt wieder weitere Entwicklungen. Da hat sich ja jetzt die deutsche gesetzliche Unfallversicherung geäußert. Wir werden das jetzt im Moment hier nicht vertiefen. Es ist nur bemerkenswert, wie Ralf Ludwig jetzt mehr und mehr auch die Polizisten anzählt in dem Zusammenhang, nämlich wenn die Polizisten darauf bestehen, dass die Demo-Teilnehmer eine Maske tragen sollen, weil das beispielsweise im Auflagenbescheid drin steht, oder weil es in irgendeiner Allgemeinverfügung drin steht, dann sagt er, dann müssen die aufpassen, dass die nicht ihrerseits eine Ordnungswidrigkeit jetzt vorgeworfen bekommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet bekommen. Denn nach der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung darf nur der gezwungen werden, eine Maske zu tragen, der vorher eine entsprechende ärztliche Untersuchung mit sich hat machen lassen. Und wenn dann beispielsweise ein Positivattest eines Arztes vorliegt, nämlich dass jetzt in meinem Fall sicher keine
gesundheitlichen Schäden zu erwarten sind durch das Tragen der Maske, also eine Art Positivattest, dann kann also auch das Tragen der Maske angeordnet werden. So. Und das sind schon Entwicklungen, die möglicherweise die ganze Diskussion nochmal auf einen neuen Punkt bringen. Ja, das wäre gut. Sehr schön. Na, vor allem wichtig. Genau, wäre wichtig, dass wir dann auch da Möglichkeiten haben. So, und jetzt steigen wir ein auf den Mittwoch, jetzt den 11. im 11. Ich darf mal kurz vorlesen, was ich als Meldung bekommen habe. Das wurde bei Samuel Eckert verbreitet. Im beherzten Eingreifen einer Hundertschaft der Kölner Polizei ist es zu verdanken, dass eine nicht angemeldete Demonstration in Köln innerhalb weniger Minuten aufgelöst werden konnte. Bei den Beteiligten wurden Dutzende Schlagstöcke und Pyrotechnik in großem Umfang sichergestellt. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 50 Minderjährige im Alter zwischen 3 und 6 Jahren an der Kundgebung teil. Augenzeugen berichten, dass die Beteiligten lautstark Sprüche wie Sankt Martin und Rabimmel, Rabammel, Rabum, Bum, Bum skandierten und dabei Schlagstöcke vor sich hertrugen, an denen Brandsätze befestigt waren. Wasserwerfer gegen Pyrotechnik, Doppelpunkt. Kölner Polizei beim Einsatz. Ob es sich bei den Demonstranten, die sich als Besucher der Kindertagesstätte Blaue Zwerge ausgaben, um Mitglieder eines extremistischen Bündnisses handelt, wird derzeit noch geprüft. Jetzt noch zu deiner Person, Zitat weiter. Die 43-jährige Leiterin der Gruppe wurde festgenommen und sitzt derzeit noch in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mann auf einem Pferd, der die Demonstration anzuführen schien, konnte sich in vollem Galopp dem Zugriff durch die Beamten entziehen. Er verlor auf der Flucht einen halben Mantel. Nach ihm wird gefahndet. Lass uns mal hier so stehen. Ist doch witzig, oder? Auf jeden Fall. Fand ich auch sehr witzig, der Text. Ja. Sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal, was geschehen ist am Mittwoch und vielleicht auch mit Vorbereitung. Da waren ja auch gerichtliche Anordnungen im Vorfeld buchstäblich erstritten worden. Ich glaube, von Dirk Sattelmeier. Ja, und von den, wie heißt der andere Anwalt? Friedrich, glaube ich. Also der Marco Bernotti hat, mit dem habe ich ja zusammen am 11.11. am Mittwoch die Veranstaltung gemacht. Der Marco hatte mit dem Friedmeier auch vom Oberlandesgericht sind die gezogen gegen den Spaziergang, den wir machen wollten, den Umzug. Das haben wir gewonnen. Also das haben die auch gewonnen. Wir sind gegen vors Verwaltungsgericht gezogen, gegen die Auflage, nur mit 100 Leuten zu demonstrieren und die Maske. Auch das haben wir gewonnen. Also wir durften mehr als 100 Leute zur Demo zulassen, ohne Maske. Ja, wobei die Auflagenbescheid. Und nein, nicht Auflagenbescheid. Stand so im Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster. Genau. Aber die Polizei war überhaupt nicht erfreut über diese Nachricht, als sie die bekommen haben. Ja, wir sind da erstmal im Kreis rumgehüpft und haben uns gefreut, dass das geklappt hat. Die haben uns danach einen Auflagenverstoß, also haben die gesagt, wir müssen jetzt hier die Maskenpflicht wieder einführen, weil der Abstand nicht eingehalten wird. Also wir haben da mit Kameras gestanden und gefilmt und überall war Abstand. Da konnte man mit dem Fahrrad zwischen den Leuten durchfahren. Also der Abstand war gegeben. Das war reine Willkür der Polizei. Unseren Aufzug haben sie auch nicht genehmigt, der vom Oberverwaltungsgericht in Münster genehmigt wurde. Ja, also die haben uns da komplett die Polizei blockiert. Ja, die Kölner Polizei. Das heißt, das ist dann wie weitergelaufen? Ja, wir haben irgendwann letztendlich, hat die Polizei ein Fahrzeug so mit Lautsprechern aufgebaut, ne, und wollte eine Durchsage machen. Die haben sich da alle riesig groß versammelt, um ja die ganzen Leute zu überprüfen, Personalien und sowas. Und ja, dann haben Marco und ich kurz entschlossen gesagt, alles klar, wir beenden jetzt die Veranstaltung. Ja, damit die gar nicht erst alle Leute kontrollieren. Wir haben sie dann beendet. Es wurde dann erstmal weiter kontrolliert, wobei wir ja gesagt haben, jetzt gilt hier wieder keine Maskenpflicht, weil das ein öffentlicher Platz ist und die Versammlung beendet ist. Ja, also unten in der Deutzer Werft, da gilt keine Maskenpflicht. Ja, in der Stadt schon, da aber nicht. Na. Ja, und das ist ja ein bisschen Willkür der Polizei gewesen, ne? Und vom Ordnungsamt. Das ist nicht so schön in Köln. Eine konkrete Mitteilung von Ralf Ludwig, die auch sehr aktuell ist, nämlich er sagt, lassen wir doch ruhig die Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten gegen uns, also lassen wir die Personalien feststellen. Auf diese Weise bekommen wir dann auch die Personalien der Betreffenden
Einsatzkräfte der Polizei, gegen die wir dann auch entsprechende juristische Schritte einleiten werden. Also das ist so die Botschaft dazu. Also haben wir einfach keine Angst vor dem Thema. Ja. Ja, ich wollte mich auch noch mal mit dem Dirk Sattelmeier unterhalten, was wir jetzt machen können gegen die Verstöße, die die Polizei gemacht haben. Ich denke, das ist rechtswidrig. Ja. Na, des Weiteren hatten wir auch noch, womit ich mich mit ihm drüber unterhalten muss, dieser Fake, dass einer in den sozialen Medien teilt, dass unsere Demo abgesagt ist. Na, da will ich auch mal weiter gucken. Da werde ich wahrscheinlich eine Strafanzeige stellen. Na, man kann nicht sagen, dass eine Demo abgesagt ist, die stattfindet. Na, das wird auch noch Folgen haben für denjenigen, der das weitergeleitet hat. Na? Schade, welche Motive da dahinter stehen mögen, lassen wir jetzt nicht darüber spekulieren, aber ist jedenfalls schade, wenn das dann auch in den sozialen Medien sabotiert wird, denn eigentlich wollen wir ja, genau das, alle miteinander, die Würde des Menschen auch verteidigen. Und das geht im Moment vorrangig dadurch, dass wir auf der Straße unser Zeugnis geben. Ja, wir müssen zusammenhalten. Genau. Ja, wir müssen echt zusammenhalten in gegen den Kampf gegen diesen Irrsinn hier in unserem Land. Ja. Na, also mir fällt ja auch nichts anderes ein, außer dass es so ein Irrsinn ist. Und wenn die Leute jetzt nicht aufwachen, ja, und am Mittwoch wird Paragraph 28a durchgesetzt, dann sind wir hier, dann ist nicht nur das Virus aus China gekommen, sondern auch die Diktatur. Ja, dann sind wir hier nicht mehr frei. Ja, na? Also dann gehen wir gleich mal über zu dem kommenden Mittwoch, 18. November. Da droht großes Unheil, und zwar nicht nur für irgendwelche Demonstranten, sondern für alle Menschen in Deutschland. Ja. Was ist dein Kenntnisstand, was da genau vorbereitet wird? Also es wird eine riesengroße Demo vorbereitet, morgen schon ab 9 Uhr vor dem Bundestag. Es wird eine Frauenpower sein. Na, die Frauen müssen das, glaube ich, machen. Na, ja, du hast mir ja die Wiebke vorgestellt, auch so eine Powerfrau. Und es sind ja viele Powerfrauen in der Bewegung, als Künstlerin, als Rednerin oder als Veranstalterin. Na, oder als auch im Hintergrund Leute, die Flyer machen und. Ja, es ist ja noch viel mehr. Na, und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir Frauen haben eine ganz andere Energie. Wir bringen die jetzt mal zusammen am 18. in Berlin. Toll. Na, toll. Ja. Gerne. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir so viele Menschen wie möglich nach Berlin wieder bekommen. Genau dann, spätestens um 11 Uhr, sollte man vor Ort sein. Aber deine Demo... Um 9 Uhr. Es fängt um 9 Uhr an, ja. Mhm. Die Zeit hat sich schon geändert. Das ist der wichtigste Tag bis jetzt diesen Jahres. Also am Mittwoch muss wirklich Deutschland in Berlin sein. Na, das ist, da geht es um unser Leben, ja, um unsere Freiheit. Also wer das denn noch nicht begriffen hat, die Leute, die jetzt vielleicht noch irgendwie schlafen oder Angst haben, also wenn sie an dem Tag nicht auf die Straße gehen, dann droht uns hier Schlimmes. Unser Grundgesetz tritt dann quasi außer Kraft, ja, also ganz außer Kraft, weil die Regierung damit uns machen kann, was sie möchte. Na, genau. Das ist ja nicht schön. Ne? Unsere Zukunft. Das ist das Horrorszenario pur, und deshalb werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch dagegen vorgehen. Ich werde selber auch nach Berlin gehen. Am besten ist es, wenn wir möglichst viele Menschen dann auch mitnehmen und auf diese Weise unseren öffentlichen Protest deutlich machen. Ja, müssen wir. Ja. Es gibt ja auch viele Dinge im Vorfeld. Ich weiß von Anrufen bei Abgeordneten. Ich weiß von E-Mails. Allerdings werden E-Mail-Server inzwischen auch schon abgeschottet. Das habe ich auch gehört. Also die persönlichen Anrufe, die sind immer noch am wirkungsvollsten. Das wurde beispielsweise gestern bei uns im Stammtisch besprochen. Ja, also das ist jetzt der kommende Mittwoch. Und von daher gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt das entsprechende notwendige Zeugnis geben. Du wirst es ja noch durchgeben durch deine Kanäle, was genau und wann genau du planst. Du sagtest jetzt 9 Uhr. Ja, 9 Uhr fängt das an. Na, am besten ist, wenn sich alle Leute auch Megafone noch einpacken, die haben, alles mitnehmen, damit wir da laut werden. Ich habe jetzt eben gerade noch mal eine
mobile Box gekauft, so eine Ibiza-Box, die man hinter sich herziehen kann, so eine kleine, wenn man dann irgendwie spazieren geht oder Lärm macht, aus unserer Demokasse, ne, weil ich denke, die könnte jetzt auch gut zum Einsatz kommen in Berlin. Ne, wir brauchen das, die kann dann auch in Zukunft, können sich die Leute hier aus Köln, die auch mal bei mir ausleihen, wenn die selber eine kleine Aktion in der Stadt machen wollen, ja, dass das denen zur Verfügung steht, ne. Und ja, Berlin, ich werde auch mal eine Technik einpacken, ja, falls wir da noch eine Demo anmelden. Ich werde montags schon nach Berlin reisen. Na, und ja, ich glaube eigentlich, also was ich auch gut finden würde, wenn wir schon montags vom Bundestag stehen und da nicht weggehen. Ja, und da bleiben. Na, vom Bundestag kampieren, bis einer rauskommt und mit uns spricht, ja. Ja. Bis die uns hören, die Politiker. Na? Toll, tolle Idee, schon Montag anzufangen. Und da gibt es ja auch einige, mit denen man sich da vernetzen kann und vernetzen wird. Ja, das werden wir ja alles in unseren Kanälen auch bekannt geben. Sehr schön. Ja, ja. Dann ist das im Moment das Wichtigste. Wir machen wieder weiter. Wir machen ganz konkret Montag bis Mittwoch weiter. Und dann unterhalten wir uns über unsere Ergebnisse. Und wir hoffen, das Schlimmste noch zu verhindern. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja zuversichtlich grundsätzlich, weil ich weiß, dass die Wahlen in den USA noch nicht entschieden sind, auch wenn unsere Medien uns auch in diesem Punkt wieder anlügen, ja, sondern eine Wahl ist so lange nicht entschieden, bis wirklich alles ausgezählt ist und die sämtlichen Wahlprozesse dann auch wirklich erfolgreich abgeschlossen wurden und sämtliche Manipulationen auch aufgedeckt worden sind. Und das gibt ja eine ganze Menge von solchen Manipulationen. Nur, wir Deutsche können uns dann darauf alleine nicht verlassen. Aber wir wissen umgekehrt wieder, dass hier global einige Dinge laufen, die uns letztlich auch zu Hilfe kommen. Das heißt, wir sind nicht allein. Und so sehe ich die Dinge. Wie siehst du das? Ja, ich glaube auch nicht, dass wir allein sind. Das sind ja viele Leute auf der Straße. Wir haben das ja gesehen, ne, am 1. August in Berlin, ja, am 28. August in Berlin, beim stillen Schweigemarsch. Wir haben es jetzt in Leipzig gesehen, wir haben es Freitag gesehen, gut, das waren nicht so viele. Wir haben dann aber Samstag in Leipzig gesehen, was das für eine Menschenmenge war. Ja, dass trotzdem, dass der Spaziergang abgesagt worden ist, ist die Menge einfach losgelaufen in Leipzig. Ja, und wir dürfen uns auch nicht aufhalten lassen. Ja, wir müssen einfach demonstrieren. Ja, wir können es. Es war ja auch friedlich in Leipzig. Also ja, es gab ganz gezielte Provokateure. Wer das nicht kennt von unseren Zuschauern, der Frank Hannig, der selber aus dem eigenen Erleben bei der SED, bei der Stasi seine Erfahrungen mit eingebracht hat. Der hat ein dokumentarisches Video gemacht über die Dinge, die da gelaufen sind, die gezielt von Provokateuren dann Gewalt ausgeübt wurde, wie dann später die Gewalt, die nachweislich von Antifaschisten, sogenannten Antifaschisten, müssen wir sagen, ausgeübt wurde, wie die dann von den Medien, von den Politikern uns Demonstranten in die Schuhe geschoben wurde. Das alles wird noch aufgearbeitet werden. Wir wissen, dass es einen Durchbruch gab. Ich war auch vor Ort bei dem Ring. Ja? Aber dieser Durchbruch ist als friedlicher Durchbruch in die Geschichte Deutschlands eingegangen. Ja, es ist auch friedlich gewesen. Na, ich meine, wir haben ja gesehen am Freitag bei mir auf der Demo, wie viel Antifa da war. Ne, es war ja wirklich sehr viel Antifa auf meiner Demo am Freitag. Ich fand es irgendwie ganz schön, dass sie da waren. Die stehen halt auf der falschen Seite. Ne, eigentlich hat die Antifa ja früher mal haben sie die Regierung in Frage gestellt. Ja, das tun sie ja heute gar nicht. Ne? Also es ist, und die hatten ja auch keine Argumente, ja, die Antifa. Die standen da. Eigentlich müssten sie bei uns stehen, auf unserer Seite, ja, weil sie gar keine Argumente gegen uns hatten. Die haben ja nur blöde, waren sie einfach laut und haben die Reden gestört oder versucht zu stören. Da kam ja nichts Schlaues bei raus von denen. Na? Der Kell, der hat ja dann eine sehr, sehr denkwürdige Rede gehalten, die er begonnen hat mit den Worten, ich bin Antifaschist. Und er hat sie ja wirklich eingeladen, sich auf die Seite von uns zu stellen oder wenigstens mit uns den Dialog zu suchen, um eben über die aktuellen Maßnahmen, die dazu dienen sollen, ein faschistisches Überwachungssystem gegen die Bürger zu installieren, mit uns darüber zu sprechen. Und dann hat ja keiner den Mut von denen gehabt. Offenbar fällt das nicht in deren Kompetenzbereich,
Man munkelt ja, dass die bezahlt werden, solche Kräfte. Ich weiß nicht, welche Informationen du da hast, die da lautstark Demonstrationen stören. Ja, ich habe schon einen Flyer gesehen, so einen kleinen Flyer, das ist wie so eine Stempelkarte von denen. Die kriegen tatsächlich 25 Euro für jede Stunde, die sie auf der Demo Lärm machen. Und dann gibt es so eine Zehnerkarte und wenn die auf 10 Demos waren, gibt es nochmal 50 Euro extra. Na, das ist ganz lustig. Und mal für alle, die nicht wissen, wer der Karl ist, das ist natürlich unser Superman. Na? Genau. Genau, das war wirklich denkwürdig, wie ihr sie buchstäblich eingeladen habt, dann auch mit uns in den Dialog zu treten. Es gab ja so einen Dialog schon mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, nämlich bei jener auch schon wieder historischen Versammlung, die damals in Landshut stattgefunden hat, mit dem Karl Hilz zusammen und dem Markus Heinz. Und Markus Heinz war am Mikro und Markus Heinz sagte, sprach also zu den Gegendemonstranten von offenbar wieder Antifa und dort kam tatsächlich eine Antwort. Und es entwickelte sich ein Dialog zwischen den beiden Gruppen. Man hat es dann sicher gegeben in dieser ganzen Corona-Krise. Und in dem Moment hat der Einsatzleiter der Polizei diese Demo abgebrochen. Er hat ihm nicht gefallen. Hat ihm nicht gefallen. Und auch das wird irgendwann mal aufgearbeitet werden, was hier an demokratischem Austausch auch verschiedener Lager hier in Deutschland durch Polizisten gezielt verhindert worden ist. Ja. Naja, vielleicht wird sich die Antifa ja uns noch anschließen. Ich meine, bei uns hatte ja auch der Daniel Igwe nachher das tolle Antifa-Lied, stehen ihre Hymne gesungen. Das war sehr schön. Na, also wir hatten, es war wirklich musikalisch am Freitag einfach nicht zu toppen. Es war eine Mega-Stimmung, fand ich. Alle haben mitgesungen. Es hatte einfach mega Spaß gemacht, mit den ganzen Künstlern da quasi zu stehen. Und wir haben alle mitgesungen. Es war schön, ne? Und das ist auch wichtig, das vielleicht auch an die Adresse derer, die immer so eine Zweiteilung auch machen. Ja, ja, Heiteitei und Wohlfühlveranstaltungen auf der einen Seite und Durchsetzung politischer Ziele auf der anderen Seite. Die wollen einen Gegensatz bilden, aber da gibt es keinen Gegensatz. Sondern wir brauchen auch die Kräfte, die uns auch durch Lieder zuwachsen, um eben unseren Protest sehr deutlich und klar zum Ausdruck zu bringen. Ja, unsere Lieder sind ja auch immer, also ich habe es ja auf meinen Demos immer gern, dass ich einen Redebeitrag habe und dann ein Lied. Ja, weil ich finde, man muss auch mal kurz zur Ruhe kommen nach der Rede, damit man die sacken lassen kann und nicht gleich wieder der Nächste redet. Und unsere Lieder sind ja auch immer von unseren Künstlern politisch. Na, wenn ich sehe, der Daniel Igwe mit seinem Lied, na, warum nennt ihr uns Nazis? Oder die Perin mit einem direkten Lied. Ja, das sind ja alles Lieder auch mit Aussagen. Ja, und wir machen keine Spaßparty, sondern wir demonstrieren. Ja, mit Inhalt. Und Musik muss dabei sein, weil sie uns ja unsere Freude nehmen wollen. Ja, die Regierung. Ja, die will uns den Spaß nehmen, die Freude, die Liebe. Die wollen die Kommunikation töten, wollen uns auf Abstand halten, damit wir nicht kommunizieren. Aber das Kommunizieren ist ganz wichtig mit Menschen, damit wir unsere Meinung bilden. Ja, und uns austauschen. Ja. Genau so ist es. Das war ein schönes Schlusswort. Danke dir für deinen Einsatz und bis bald wieder. Ich danke dir, Daniel.